Everton hat einen neuen Trainer, Real ohne Hazard im Klassiko, Neues vom BVB, Stürmercasting und wir haben mal wieder was für euch, Freunde. Und damit herzlich willkommen zu den One Football Daily News aus dem eiskalten Frankfurt und mit Nico ohne Stimme. Und Frankfurt ist das richtige Stichwort oder das falsche? Für mich das falsche, für Flo das richtige, denn Bastos fällt den Rest des Jahres aus. Das ist eine gute Überschrift, oder? Klingt immer ein bisschen dramatisch. Rest des Jahres. Gut, sind nur noch ein paar Wochen, aber Bastos hat wiederkehrende und anhaltende Leistenprobleme und deshalb Schluss für 2019 für den Holländer und die Sturmprobleme bei Eintracht Frankfurt werden immer größer. Er muss aus dem Betrieb raus und in Therapie wegen seiner Leistenverletzung. Er bekommt immer mehr Schmerzen, deswegen ist das kein Dauerzustand. So Adi Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC. Und ähnliche Probleme in Bremen. Josh Sargent, der junge Stürmer aus den USA, fällt auch bis Ende des Jahres aus oder bis ins neue Jahr. Bei ihm ist es eine Muskelverletzung, die er sich bei der amerikanischen Nationalmannschaft zugezogen hat, die nicht richtig abgeheilt ist. Auch Sargent raus für den Rest des Jahres. Und wir sind noch nicht fertig. Denn bei Real Madrid ist ja der Saisonstart ganz schön in die Hose gegangen. Danach hat man sich aber ganz gut gefangen und ist inzwischen seit 8 Spielen ungeschlagen. So, in 12 Tagen allerdings steht der Klassiker an. Das wichtigste Spiel des Jahres, ganz klar. Problem ist, Eden Hazard und Marcelo werden beide nicht dabei sein beim Klassiker. Und Freunde, ihr habt es erraten, sie fallen aus bis nächstes Jahr. Nach der 2:5 Derby-Packung für Everton hat man sich von Trainer Marco Silva wenig überraschend getrennt. Feierabend bei den Toffees, es übernimmt Duncan Ferguson, zumindest mal für den Moment. So Freunde, wie versprochen, liefern wir natürlich, wenn wir sagen, wir haben was für euch. Am 17. Dezember spielt der BVB zu Hause gegen RB Leipzig und ihr könnt dabei sein. Mit unseren Freunden von Rügenwalder Mühle verlosen wir 2 Tickets für die Rügenwalder Mühle Fanbank. Ja, das ist eine Bank direkt am Spielfeldrand im Signal Iduna Park. Besser kann man im ganzen Stadion nicht sitzen. Ihr kriegt dazu 2 personalisierte Tickets und 30 Euro Freiverzehr im Stadion. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier unten draufklicken und teilnehmen. Gegen RB Leipzig wird der BVB noch keinen neuen Stürmer haben, aber in der neuen Saison, oder besser gesagt im neuen Jahr, dann hoffentlich schon. Denn wir wissen alle, die Dortmunder wollen einen Stürmer holen. So, wer sind die Kandidaten? Gut, wir wissen natürlich, dass Haaland einer der Top-Kandidaten sein soll und dass es da scheinbar auch irgendwie gegenseitiges Interesse geben soll. Allerdings wissen wir inzwischen auch, wer kein Kandidat mehr ist. Olivier Giroud nämlich. Der gute Mann verdient zu viel und ist dem BVB zu teuer. Etwas überraschend, denn eigentlich läuft sein Vertrag ja im Sommer aus. Das heißt, man sollte denken, dass man zumindest bei der Ablöse in diesem Winter ein Schnäppchen schießen könnte. Denn, wie gesagt, ich meine, das ist die letzte Chance für ihn, Geld zu kassieren. Rafael Guerrero wirft bei 1909 der schwarz-gelbe Talk einen ganz anderen Namen rein. Ein Typ wie Edinson Cavani würde helfen. Und bei Cavani gilt Ähnliches wie bei Olivier Giroud. Auch sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Auch er ist extrem unglücklich darüber, wie wenig er derzeit spielt. Und auch er ist in einem Alter, wo man sagen kann, gut, wenn er spielen will, dann sollte er jetzt möglichst schnell wechseln. Also, warum denn nicht? Denn eine Sache ist klar, Cavanis Quote bei PSG ist absolut überragend. Lucien Favre, der wollte keine Namen nennen, er stellt aber schon mal ein Suchprofil. Einer, der alles machen kann. Tore, Pressing, mit der Mannschaft kombinieren, in die Tiefe laufen, das wäre alles schon gut. Ja, das wäre sicherlich schön. So einen Stürmer hätte ich auch gerne. Ich glaube, jeder hätte gerne so einen Stürmer. Gibt's noch nicht so häufig. Naja, das war's für heute. Hier findet ihr 2 weitere Videos. Seid mir nicht böse wegen meiner Stimme. Ich kann es nicht ändern. Es ist kalt.